Auf der Spur der beiden Herzteile. Willkommen zurück zu Zelda Windbreaker HD. Wir haben wieder eine heiße Spur. Tatort Capo Grande. Ja, ich habe mal die Inselherzenkarte jetzt zu Herzen genommen und bin jetzt mal systematisch von unten vorgegangen. Bei Präludien bin ich mir gar nicht sicher, wo es da zwei Herzteile gibt. Einmal auf jeden Fall ja bei dem Schwein. Und das andere weiß ich gerade nicht. Das weiß ich gerade leider wirklich nicht. Vielleicht gibt es da also noch eins, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Capo Grande. Da war ich eigentlich nur, weil ich dachte, da gibt es ein Herzteil. Dann bin ich in diese Höhle gegangen und da war dann der Triforce-Splitter und damit war das für mich abgehakt. Und habe gar nicht mehr darüber nachgedacht, vielleicht gibt es ja auf dem Rest der Insel oder auf dem Rest des Quadrates hier noch irgendwo was. Und dann habe ich diesen Typen jetzt hier getroffen und der sagt hier: Potzblitz, diese Kanonen sind eine echte Gefahr für die Reisenden. Wieso verschrottet die nicht endlich mal einer? Bla bla bla, lohnt es zu holen. Und bei diesem Wachturm da hinten könnte es also noch ein Herzteil geben. Ja. Ich denke mal, er meint diese Kanonen, weil er ja auch genau dahin guckt. Ich hoffe nur, dass ich das noch nicht habe. Das hoffe ich jetzt wirklich, aber ich glaube tatsächlich, dass das eins ist, was ich noch nicht habe. Und dann würde nur noch ein einziges fehlen. Da würde ich dann genauso vorgehen und würde das dann auch so systematisch jetzt mal durcharbeiten. Dann wahrscheinlich auch mit euch. Wobei ich dann als nächstes jetzt erstmal die andere Schatzkarte holen würde. Ich habe jetzt übrigens nicht alle Schatzkarten durchgearbeitet. Ich habe da jetzt einfach mal meinen neuen Guide benutzt und geguckt, was es denn da für Belohnungen gibt. Dem vertraue ich da jetzt mal. Weil ich glaube, dass das stimmt. Und dass da also keine Herzteile mehr im Meer versunken sind. So, war es das nicht eigentlich? Wenn wir das jetzt natürlich schon haben, wäre das echt bitter. Es ist dann leider auch immer schon verdammt lang her, sodass ich das dann nicht mehr. Nee, nee, achso, das ist ganz oben. Ich dachte schon, da wäre noch eine Kanone am Leben. Aber nö. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Fuck. Das war das. Da war ich doch schon mal beim letzten Mal irgendwann. Das finde ich nur extremst komisch. Also das scheint dann das Herzteil gewesen zu sein von Capo Grande. Was ich nur eben so komisch finde, dass ich das damals die ganze Zeit nicht abgehakt hatte. Ich habe das damals auf meiner Herzteilliste die ganze Zeit nicht abgehakt gehabt, dass ich hier war. Was mich ein bisschen verwirrt hat. Okay. Ich gucke gerade mal, ob hier noch was bei Präludien draufsteht. Da steht ja nur das große schwarze Schwein. Sonst steht da kein anderes Herzteil. Weshalb ich mich da vielleicht mal genau umschucken, gucken sollte nach einem Guide. Was dieses Zeugs betrifft. So, wir gucken uns einfach mal kurz weiter nochmal darauf. Die Insel da ist die Isla Bomba. Da haben wir das Herz auf jeden Fall schon. Das habe ich auch auf meiner Liste abgehakt. Eine weiter nach oben. Da war mal Ichthus, ne? Genau, da sind wir hingesegelt, das weiß ich noch. Und dann daneben das Sechsaugenriff. Ja. Ich denke schon. Ach so, Moment, das war das U-Boot. Aber doch auch ein U-Boot, glaube ich, ne? Habe ich ja mehrmals geprüft. Ja, das haben wir. Das haben wir. Hundertprozentig. So, einen weiter darüber ist die Isla Stalagmitica. Da gibt es einmal das Terry-Dingens und dann wahrscheinlich noch einmal innen drin hier. In der Isla Stalagmitica, in dem Loch waren wir aber auf jeden Fall drin, deswegen wird das schon stimmen. Daneben haben wir Tingles Insel. Da gab es ein Octaluk. Octaluk, Octalus. Haben wir auch. Zumindest habe ich das jetzt tausendmal geprüft. Wenn noch irgendwo ein Octalus am Leben ist, der noch ein Scheißherz hat, dann. Ja. Isla Binocula. Das ist die Insel, wo wir das Minispiel gemacht haben mit dem Entfernung abschätzen und sowas. Haben wir also auch. Ja, eins der vielen Herzteile auf Portemonnaie. Ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob wir da tatsächlich eins übersehen haben. Keine Ahnung. Auf der Tatzeninsel gibt es auf jeden Fall eins, das ist klar. Und in Draconia gibt es zwei. Welche zwei es in Draconia gibt, weiß ich gerade auch nicht auswendig. Was gibt es denn da? Also, ich hätte mir jetzt das mit den Federn ausmalen können, auf jeden Fall. Das ist aber da unten nochmal extra aufgeführt. Wie gesagt, ihr habt das ja mal nachgezählt. Die Karte hier mit den zwei Herzteilen da unten
noch darauf addiert und dann die andere Meeresherzenkarte, das sind insgesamt 44. Ja. Weiß ich jetzt gerade nicht, was es da sonst noch so für zwei auf Draconia gibt. Der Flugplatz, ja, das haben wir gemacht. Relativ, also vor relativ kurzer Zeit. Und dann haben wir die Isla Usa, ja doch, Usa Major. Da gab es auch einen Octaluk. Octaluk, was habe ich denn mit dem Octaluk? Sonst heißt ich eben Octarok und nicht Octalus. So, und dann bei der verwunschenen Bastion, genau. Das ist, ja gut, das ist schon ewig hier, ne? Das weiß ich aber auf jeden Fall noch, dass wir das haben. Und Island des Sternstaubs, da konnte man sich einmal reinfallen lassen. In so ein Loch. Und da war ebenfalls ein Herz nach ein paar Kämpfen, das haben wir auch. Ich würde mich jetzt also echt mal auf Portemonnaie, Draconia oder Präludien versteifen, ganz ehrlich. Also die Meeresherzenkarte dürfte abgearbeitet sein. Hier dürften wir keine Herz, also wir dürften keine Herzteile mehr finden, die irgendwo versunken sind. Das müssen jetzt wirklich welche an Land sein, deswegen müssen wir eben irgendwie mit der Inselherzenkarte arbeiten. Und deswegen muss ich mir echt nochmal angucken, welche Herzteile es auf Draconia gab, welche es auf. Moment, was war denn das andere jetzt mal für eine Insel hier? Die ist das halt mit die Gaso, ja gut, das ja, stimmt, genau. Okay. Also Präludien, Portemonnaie und Draconia muss ich mir nochmal angucken, was da für Herzteile gibt. Da irgendwo werde ich wahrscheinlich noch was vergessen haben. Das wären jetzt so meine Prognosen. Erst einmal. Ich denke, das müsste irgendwie realistisch sein. So, und jetzt auf zur Hufeiseninsel. Müssen wir sogar nochmal nach Präludien führen. Hat der Fisch bei Präludien denn hier noch irgendwas von der geheimen Rückseite oder so gesagt? Oder war das in Draconia oder irgendwo war das da so? Und da fällt mir auch gleich wieder die eine Stelle dann Draconia ein, wo man sich mit dem Greifhaken hochziehen kann. Also. Ja. Brauchen wir eigentlich von Walu ein Foto? Fällt mir so ein. Vom ehrenwerten Walu. Genau, ich werde jetzt gucken, was der Fisch gesagt hat hier. Wieso kriege ich denn jetzt keine Fischinfo? Gab's doch auch einen Fisch. Dann porte ich mich hier eben noch mal woanders hin, damit ich diese Fischinfo sehen kann. Das ist ja doof. Es ist jetzt egal, dass ich mich jetzt in die Insel da porte. Darum geht's ja jetzt nicht. Es geht nur darum, mich gerade wegzuporten, weil ich die Info da von Portemonnaie von Präludien lesen will. Hier gibt's ja sowieso nichts. In der Mutterkindinsel. Können wir nicht mal von Bord gehen? Aber wir können von Bord gehen, nicht? Wusste ich gar nicht. Ich habe mich nie wieder hier hingeportet nachdem die Fee hier, ne, uns ihre Gabe verliehen hat. Hier ist aber auch sonst nichts. Deswegen ist es halt unnötig, hier von Bord zu gehen. Was haben wir hier? Einfach nur so ein Baumstamm. Können wir uns hier irgendwo noch hoch schmeißen? Nö. Ja, sonst ist die Insel sinnlos. Hä, aber wieso gibt's denn da keinen Fisch? Wir haben das ja auch auf der Karte, also es ist nicht so, dass ich das nicht auf der Karte habe oder so. Wieso gibt's denn da keinen Tipp? Ja, aber irgendwo war das auch auf der Inselrückseite oder irgendwie sowas hier. Auf der Rückseite von Draconia. Eine äußerst verdächtige Höhle. Das muss ich nochmal abchecken. Gerade jetzt, wo ja noch zwei Herzteile fehlen und es durchaus sein könnte. Dass da was fehlt in Draconia. Also Draconia ist da doch schon mal wieder sowas Verdächtiges, muss ich sagen. Also wir müssen da irgendwie hinfliegen, sagt der Fisch uns ja auch. Und das habe ich mit Sicherheit noch nicht gemacht. Das habe ich eigentlich immer so ein bisschen von mir hergeschoben. Also ich wusste noch, dass da irgendwann mal was, dass ich irgendwann mal was gesagt hat von wegen auf einer Rückseite von irgendeiner Insel, aber. Oh, wir müssen jetzt schon wieder zur Hufeiseninsel, das ist echt Kacke. Da waren wir jetzt schon so oft. Aber hier gibt es immer wieder irgendwas. Diesmal ist es aber nicht die Hufeiseninsel selber. Wir müssen also nicht wieder Golf spielen. Nein, keine Sorge. Es geht um Wachtürme. Es sind wahrscheinlich wieder drei. Können wir mal kurz checken, wenn wir schon mal die Karte haben. Die, wie ich ja finde, ziemlich unnötige Karte. Die Wachtpostenkarte. Okay, zwei. Aber wir müssen beide
Wachposten steigen, denn da scheinen zwei Schalter zu sein, die woanders eine Truhe spawnen lassen. Jo. Und dann wird darin ein Herz wäre schön. Eine Schatzkarte sein, die uns dann. Nee. Die bringen uns nur Rubine. Jedenfalls, das ist dann die letzte, die wir brauchen. Dann haben wir alle Schatzkarten. Wenn ich mich nicht irgendwo verzählt habe. Ist ja schon mal ein Teilerfolg, aber. Die beiden Herzteile sind halt noch so ein bisschen mein Problem jetzt. Aber das hier geht ja schnell, dann werde ich auf jeden Fall in dem Part noch kurz in Draconia vorbeischauen und nochmal meine eine Stelle überprüfen. Na, oh, der attackiert mich doch jetzt gleich wieder, wenn ich kurz vorm Ziel bin. Genau wie vorhin. Vielleicht lässt er mich auch in Ruhe. Er lässt mich in Ruhe, das ist wünschenswert. Alter, das war aber knapp. So, und hier müssten jetzt, genau, hier ist ein Schalter, sehr gut. Plöpp. Und der spawnt da eine Truhe. Eine große Truhe. Das scheint also die Schatzkarte schon zu sein. Aber auf der anderen Insel scheint es auch noch. Also soll es eigentlich auch noch einen Schalter geben. Habe ich zumindest so gelesen. Boah, schön brutal runtergeknallt. Ist da eine Leiter? Ja, das ist eine Leiter. Rüberschweben können wir auch gar nicht, sehe ich gerade von der Distanz her so. Kannst auch direkt einen neuen König mitnehmen. Kann er gleich nachkommen. Aufpassen, dass hier kein Vogel kommt. Scheiße. Nein, der ignoriert mich hier. Mich auch jetzt noch ignorieren, bitte. Dankeschön. Ist hier noch ein Schalter? Ja. Was spawnt der auf der anderen Seite jetzt? Eine billige Truhe, sag ich mal. Ja, da ist auch nichts drin, sehen wir. Das heißt, das hier wird die Schatzkarte sein. Ich hatte ja so ein bisschen die Hoffnung, sag ich mal, dass auf der anderen Seite jetzt nochmal eine Truhe mit einer Schatzkarte spawnen und hier ein Herzteil drin ist oder sowas. Aber nein. Leider nicht. Leider ist hier die Schatzkarte ganz gewöhnlich drin. Gut. Auf die andere Seite müssen wir es aber nicht nochmal. Das ist, glaube ich, nicht nötig, weil wir alle wissen, dass da jetzt nichts drin ist. Ja, wir gucken uns, glaube ich, direkt mal an, dass wir jetzt alle Schatzkarten haben. Oder ob. Wenn wir das mal kritisch formulieren wollen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. So, fertig. Von 1 bis 6 und, ja, 46. Wollte schon 36 sagen. Jo. Alle an Bord. Brauchen wir aber eigentlich nur ein Drittel oder so für Rubine. Den Rest können wir eigentlich so wegschmeißen. Aber es geht ja darum, sie alle gesammelt zu haben. Das haben wir getan. Ja, auch wenn es manchmal ein bisschen hartnäckig und schwierig war. Es war ein bisschen zäh manchmal. Und aufgrund von Missverständnissen mit dem Guide gab es dann auch ein paar. Ah, absolute Fails, wo die mir einfach mal total den falschen Weg gewiesen haben. Wo ich zur Isla Orion sollte, wo es aber bei der Terra-Insel eigentlich war. Also statt im Osten, im Süden. Boah. So, hier die Stelle war das. Greifhaken haben wir sowieso schon standardmäßig ausgerüstet. Wo genau war das jetzt? Ich hab's schon wieder. Also, wo genau? Da. Muss ich eigentlich da hoch, ne? Gucken, ob wir da so drankommen, aber. Doch, wir kommen so da dran, sehr gut. Das hat mich ja schon immer gewundert. Vielleicht konnten wir da damals auch einfach noch nicht mehr machen, das kann sein. Ist auch egal, wir machen das jetzt auf jeden Fall nochmal. Das wollte ich schon mal bei einem meiner letzten Besuche irgendwann nochmal neu machen. Hab mich dann aber dagegen entschieden, weil ich dachte, da ist nichts, aber. Wo ich jetzt hier sehe, dass es hier zwei Herzteile noch gibt, also was heißt noch, dass es hier zwei Herzteile gibt und ich eben nicht weiß, welche ich schon habe und welche nicht. Bin ich da doch ein bisschen skeptisch. So, was mache ich jetzt hier? Das verstehe ich nicht so ganz. Das habe ich noch nie verstanden, um ehrlich zu sein. Nein! Ich verstehe das echt nicht da. Also das verstehe ich nicht, muss ich sagen.
Aber die geheime Höhle auf der Rückseite, die würde ich schon ganz gern finden. Oder was ist das hier? Also, na gut, da ist wahrscheinlich keine Höhle oder sowas drin, aber... Also, der Fisch hat irgendwas von Fliegen gesagt. Deswegen werde ich jetzt mal nach... Da! Und was haben wir hier? Auch eine geheime Höhle. Also, wie gesagt, ich bin mir nicht dessen bewusst, dass es hier irgendwo ein... Okay. Okay, wofür ist das jetzt hier? Ich glaube, Freunde, wir sind im ersten Herzteil auf der Spur. Und wenn ihr wissen wollt, ob es hier wirklich ein Herzteil gibt, dann bleibt dran. Im nächsten Part werden wir es hier sehen. Und vielleicht finden wir auch direkt noch ein weiteres Herzteil hier auf Draconia. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Bleibt gespannt. Bis, also wenn es hier überhaupt eins gibt, ne? Also, wir stellen das mal in große Fragezeichen, weil wir haben hier schon so oft gesagt, also ich habe schon so oft gesagt, ach, hier gibt es bestimmt ein Herzteil, hier gibt es das jetzt, aber hier gibt es jetzt wirklich. Und dann war es doch nur irgendwie ein billiger Rubin oder so. Also, ich bin wirklich sehr gespannt und hoffe wirklich inständig, dass ich jetzt hier zumindest mal ein Herzteil finde. Bis dahin. Tschüss.